So sind 50 Stacks Gravel aus. Oh Mann, das reicht alles nicht. Ich hatte eigentlich vor, heute noch das Ding hier zu fluten. Aber das werden wir heute nicht schaffen, glaube ich. Ah, ich bin extra ans andere Ende der Welt quasi gereist. Hier auf diese Insel. Ja, eine Insel aus Gravel. Die habe ich komplett abgefarmt. Ja, hatte irgendwie über 50 Stacks in der Tasche. Und ja, es hat gerade mal für die Gegend hier vorne gereicht. Und ich brauche noch die ganzen Wände, muss ich hier alle noch machen. Muss ich nochmal 50 Stacks oder so fahren gehen? Da habe ich keinen Bock drauf. Was ich nämlich momentan mache, um an Gravel zu kommen, was sehr, 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 sehr aufwendig ist, ich schmeiße Stone hier rein, um Gravel rauszukriegen aus dem Pulverizer. Ja, das ist aber sehr aufwendig. So, letzte Folge. Habe ich versucht, meine Dings, meinen schönen Kieselschubser hier mit zu verknüpfen. Und es ging nicht. Ja. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und habe gesehen, wo habe ich das Büchlein? Materials and You. Es gibt einen Zauberer oder einen Trader, wie man das nennen mag, der heißt Global Traveler. Auf was hatte ich das denn gesehen? Momentum. Shocking. Thermal. Bla bla bla. He who must not be named. Was ist das denn? Bonus Damage accrued, wird accrued for each. Ja, ist ja auch egal. So, Dark Traveler. Ne, das ist es nicht. Global Traveler. Hier haben wir was. Shift right-click a block in order for items from broken blocks and killed entities to get transported in there if it's an inventory. Das heißt, wir könnten das sogar auf jede beliebige Kiste machen. Okay. Aber da die Colossal Chest einfach awesome ist, können wir das einfach schön da alles in die Chest jagen, was wir meinen. Das heißt, wir könnten uns eine extra Spitzhacke zum Minen gehen machen. Hier ist auch Global. Ja, gut, Infinity ist ein bisschen viel. Portly Gentleman. Nee, das ist was anderes. Nature's Blessing. Global Traveler. Genau, Allumite ist so einer der Grundsachen, die das hat. Also, wir hätten Allumite. Und was war das andere? War Platin, ne? Platin. Und das war's. Okay, also wir haben nur Platin. Platin hat Kobalt und Mining Speed von 8. Allumite hat Mining Speed 6,8. Also nehmen wir Platin, würde ich sagen. Platin auf einer Spitzhacke. Theoretisch könnten wir uns auch ein Platin-Schwert machen. Und dann würde alles, was wir an Mobs-Sachen kriegen. Ah, dann müsste ich mir von meinem tollen Schweizer Taschenlaser verabschieden. Dann müsste ich mir ein anderes Schwert machen. Der würde dann auch weniger Damage machen. Naja, wir machen jetzt aber erstmal die Spitzhacke. Machen wir aus Platin, würde ich mal behaupten. Ja, Platin. Huch. Wie hab ich denn? Ne? Da, okay. Platin. Ja, ich mache mir jetzt eine Platin-Spitzhacke. Ja. So, ich hätte mir das Cutten echt sparen können. Weil ich habe nämlich vorhin was ausprobiert. Und zwar habe ich mir Pyrothium gemacht. Und es geht jetzt so schnell, Sachen hier einzuschmelzen. Das Mercury, guckt ja, wie schnell das abgeht. Das ist einfach nur geil. Ich wusste das gar nicht, bis letztes Mal mit Schnauze drüber geredet hat. Man kann da nämlich auch andere Materialien als Lava reinpacken und dann gehen die schneller, weil Lava hat eine Temperatur von 1000 und Blazing Pyrothium hat eine Temperatur von 3700. Ja, das schmilzt viel schneller, das ganze Zeug. Das geht also rucki zucki. So. Spitzhacke haben wir. Und zwar machen wir Platin Kopf, wie wir gerade gesagt haben, um den Global Traveler zu haben. Dann nehme ich eine Mana Steel Tool Rod, um die Spitzhacke mit Mana reparieren zu können. Und ein Copper Binding, ja, weil mit Copper kriegst du für fast jeden Block, den du abbaust, kriegst du extra XP. Ja. So, haben wir zwar nicht mehr so einen guten Mining Speed, aber dafür Global Traveler. Oh, jawoll. So, und wenn wir jetzt. Haha, das ist nämlich das. Ah, hallo. Guten Tag, Herr Zombie. Wo kommt ihr denn alle her? Und da wird es auch schon wieder Tag. Guck, Bäm. Ach, das ist wieder ein starker Zombie. Nieder mit dir, du Ungetier. So. Shift-Rechtsklick. Yeah, linked Inventory. Es funktioniert. Okay, jetzt ist da gerade nichts drin. Das heißt, jeden Block, den wir jetzt mit dieser Spitzhacke abbauen, der verschwindet einfach. Und landet in der Kiste drin. Wie geil ist das denn? Das heißt, wenn wir minen gehen, können wir einfach alles abbauen, alles Mögliche.
Die Spitzhacke geht nicht kaputt, weil ich ganz viel Mana habe. Ich habe mir nämlich mittlerweile auch ein Greater Band of Mana gemacht. Ja, das wird dann künftig. Dafür habe ich nämlich auch die Idee, dass künftig irgendwo, wenn ich meine Base mal irgendwo stehen habe, wo ich auch die Erzverarbeitung automatisiere und so weiter, dass ich halt, wenn ich meinen gehe und so weiter, das alles in diese Kiste reinjage und dann daraus die Verarbeitung mache. Weil es sieht eigentlich ziemlich cool aus, wenn irgendwo einfach diese riesen Kiste steht, mitten in deiner Erzverarbeitung. Aber na gut, das ist, ja. Da werde ich die noch ein bisschen aufpimpen mit Fortune und so weiter. Das wäre das gewesen. So. Bam, 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 bam. So, dann wollte ich noch ein bisschen, was probieren. Bevor ich flute. Was wollte ich jetzt machen? Achso, hier wieder Stein nachhauen. Weil das ist nämlich aktuell, wie ich es mache. Ich sammle so ein paar Stacks an Gravel zusammen. Und dann springe ich hier unten hin. Und ja, tausche einfach alles gegen Gravel hier aus. Das ist eine ziemlich lästige Angelegenheit. So ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Aber gut, ja. Was willst du denn alle machen, um das hier schön zu machen? So, was ich testen wollte. Wo habe ich jetzt. Ich habe mir mein Inventar wieder schön voll gemüllt. So weg mit dem Gravel. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Ich habe nämlich was vorbereitet. Und zwar Eis. Ich habe mir nämlich schon Glacial Precipitator gemacht. Und der hat schon ganz fleißig Eis produziert. Denn mit der Eis werde ich das hier voll machen. Es gibt da wohl irgendwie eine Methode, mit Eis sowas relativ gut füllen zu können. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wenn vor allem das alles so ungerade ist, sagen wir mal. Aber im Grunde müsste ich es ja nur so hinsetzen wie Wasserblöcke, oder? Als wenn ich das mit Wasserblöcken füllen möchte, hier alles. So. Ja, die Ecken will ich ja immer voll haben. So. Machen wir einfach mal so. Ja, das müsste gehen. Das müsste sich dann damit füllen. Das müsste sich dann mit da drüben alles füllen. Sprich, wenn wir das jetzt einfach so machen, das müsste sich mit dem da drüben füllen. So müsste ich jetzt eigentlich theoretisch, wenn ich jetzt die hier, wenn ich jetzt hier nämlich rumgehe und die abbaue. Oh, das gibt ganz schön viel Lecks. Wop, wop, wop. Und dann, wenn ich die alle abgebaut habe, müsste theoretisch das Becken voll sein. Theoretisch. Ja? Nee. Okay, so geht das nicht. Oder muss ich nur einen noch in die Mitte setzen? Nein. Okay. Okay, ich habe irgendwo einen Denkfehler. Ich dachte, das wäre relativ easy, aber dann muss ich mir doch noch mal ein paar Methoden angucken. Okay, jetzt habe ich eine Riesensauerei gemacht. Jetzt muss ich hier irgendwie. Aber muss ich das nicht irgendwann automatisch anfangen zu füllen? Ah, guck mal, da geht was. Okay, also hätte ich mehr Ecken ausfüllen müssen, oder was? Ja. Danach sieht's aus. Ich hätte ein bisschen mehr Ecken nehmen müssen. Ah, guck mal, jetzt geht alles automatisch. Zack, 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 zack. Jawohl, das heißt, ich habe nur zwei, drei Ecken vergessen. Und dann funktioniert das. Alles klar. Ja, und das machen wir dann nämlich Ebene für Ebene. Bis wir den Rand hier, bis wir das Becken hier voll haben. Und dann wird das unser Teich. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht alles aus Gravel machen. Es wird auch noch ein bisschen Sand gemacht. Aber nun gut. Weiter am Text. Okay, Party People. Ich glaube, die heutige Folge wird so ein bisschen durcheinander sein. Mal hier, mal da, mal da, mal da, mal hier, mal da. Mal gucken. So, ich wollte jetzt fix was machen. Und zwar, man sieht, meine Ressourcen gehen langsam wieder ein wenig zur Neige. Ja, mir fehlen wieder Dias. Gold habe ich wieder fast gar nicht mehr. Ja, obwohl ich letztens erst wieder irgendwie einen Stack gefarmt hatte. Das geht rucki-zucki weg. Iron Plates. Was ist das? Hart? Ne, das ist normales Glas. Okay. So, weil ich möchte nämlich, weil ich habe ja jetzt meine Goldbienen bekommen. Die möchte ich jetzt allerdings noch automatisieren. Und da wollte ich erst noch was ausprobieren. Nehmen wir mal ein paar Hopper mit. Und noch ein Bockischten. Nehmen wir eine Kiste mit oder nehmen wir, ja, eine müsste rein. Zack, zack. So. Ich habe es ja nämlich schon mal automatisiert.
beziehungsweise zwei Aviaries sind hier schon automatisiert, nur die nicht. So. Habe ich Stein? Ich habe Stein. So, wir wollen nämlich hier hinten ran an der Dinge. Und das automatisieren. Ich wollte erstmal was testen, weil bis jetzt war das irgendwie ziemlich komisch, dass ich aus den Aviaries kann man aktuell irgendwie nicht mit Pipes rauspumpen. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, weil ich ein Update gemacht habe zwischendurch, ob das mittlerweile nicht vielleicht geht. Weil dann kann ich mir die ganze Hopper-Scheiße sparen. Aber ich würde glatt wetten, dass es immer noch nicht geht. Nein. Man kann, warum auch immer, mit Pipes nicht rauspumpen. Ich habe auch die von Extra Utilities probiert, aber irgendwie geht das alles nicht. Deswegen müssen wir die Hopper-Methode machen. Hopper-Methode sieht folgendermaßen aus. Wir machen das folgendermaßen. Ich habe das halt bei den anderen so gemacht mit der Methode. Und falls ihr das denn hier auch mal machen wollt, vielleicht hilft euch das so ein bisschen. Also einfach ein Hopper drunter, weil mit Hoppern... Hup, hoppala. Hoppala. Mit Hoppern kann man nämlich Sachen rausholen. Warum auch immer. Und dann können wir einfach aus den Hoppern das mit den Pipes rausziehen. So. Und da ich immer gerne mit Thermal Expansion arbeite, beziehungsweise Thermal Dynamics, machen wir das hier hoch. Genau. Und hier kommt dann der Einhopper hin. Das ist der Hopper, der es wieder reinfüllt. Da benutzen wir nämlich einen Retriever, der alle Items im Netzwerk zu sich ranzieht. Und die Produkte, die wir raushaben wollen, machen wir... Ich will die Kiste hier vorne haben. Das heißt, wir stellen dahinter einen Hopper. So. Dann hole ich mir noch meine Pipe raus. So. Weswegen ich halt denn jetzt so viele Hopper hier benutze, liegt nämlich daran, dass... Also zum einen brauche ich halt einen Hopper, um die Sachen rauszuziehen. Wo sind die denn hin? Ach, guck, das ist ja schon automatisch gelaufen. Ich brauche ja gar kein Dings dafür. Gar kein Servo. Ist ja interessant. Okay, dann kann ich mir den ersparen. Gut. Weil bei den anderen habe ich nämlich ein Servo dran. Ne? Ich dachte eigentlich, den brauche ich gar nicht. Ja, aber wurscht, wurscht, wurscht. Umso besser. Wieder hochbauen. So, genau. Also der Hopper kommt hier raus, geht in die Pipes. Der Retriever zieht sich die ganzen Sachen ran. Jetzt muss ich ihm noch sagen, dass er diese Sachen hier natürlich nicht da reinpacken soll. Das soll nämlich alles in unsere Kiste laufen. So. Was? Oh, habe ich hier das Ding weggemacht? Das ist natürlich doof. So. Jetzt müssten die hier ankommen. Oder? Hallo? Wo seid ihr hin? Ach, deswegen habe ich da ein Servo hingemacht. Weil hier gibt es jetzt nämlich irgendwie sowas, dass die in das Netzwerk kommen durch den Hopper. Also von dem Hopper in das Netzwerk geblasen werden und dann irgendwie wieder zurücklaufen. Und deswegen habe ich den Servo da gehabt. Haha, ich wusste doch, das hat einen Grund. Weil dann werden die auch vernünftig rausgepumpt. Hoppala, nein, nicht schon wieder. Oh. So, also ist halt alles ein bisschen kompliziert, aber im Grunde sehr simpel. Und so können wir dann unsere schöne Goldbiene automatisieren. Und dann können wir das Gold irgendwann weiterverarbeiten und dann bekommen wir zumindest passiv schon mal ein bisschen Gold. Ja, das sieht auch gut aus. Okay, eine weitere Sache. Ja, sind durchgelaufen, sehr schön. So, fix mal, ich mache mal ganz fix hier noch ein paar Speed-Upgrades für meine Maschinen, die ich mir vorbereitet habe. Ich habe gerade zu viel gemacht. Damit! Können wir nämlich nachher schon die Maschinen verbauen. So, aber was ich jetzt ausprobieren wollte. Wir haben Tinker.io drauf. Tinker.io ist ein Add-on für Tinker's Construct. Damit kann man seine Smeltery ein bisschen pimpen, sage ich mal. Zum Beispiel mit einem Fuel-Input kann man machen, Fuel-Input-Block. Dann kann man nämlich, braucht man nämlich keinen flüssigen Brennstoff, sondern kann Kohle und so weiter für die Smeltery benutzen zum Betreiben. Und es gibt unter anderem einen Smart-Output. Den wollte ich jetzt mal machen. Dafür brauchen wir erstmal einen extra Table, einen Dingsterbooms und vier davon. Und dann müssen wir uns das Ding machen können. Jawohl! Eine smarter Output! So, wie bauen wir den jetzt da ein? Ich mache das hier mal alles weg. Das kann alles da unten rein.
Weil der Smart Output, der ist, wenn ich es verstanden habe, wesentlich schneller, was das Outputten angeht. Und man kann dort irgendwie Formen reinpacken oder sowas. Aber jetzt ist die Sache. Wie funktioniert das? Empty the tank, could shift to... Okay, da passiert schon mal nichts. Was? Also muss ich das da oben reinlaufen lassen? So, muss das da rein? Maximal 1. Was passiert, wenn ich da jetzt ein Ingot reinpacke? Redstone, was? Ich hab keinen Plan. Hold Shift. By using the upgrade smart output can be controlled by Redstone Signal. Oder muss ich das in der Smeltery verbauen, das Ding? Dass ich keinen Drain mehr brauche, sondern... Ich setze das Ding mal hier rein. Ah! Nein, 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 nein! Ah, der nimmt das Ethanol. Nicht das gute Ethanol, Mensch! Das ist doch doof! Warte, Servo. Servo, komm her. Ich hab hier keinen Platz. Ah, nichts funktioniert hier. Gib mir mein Ethanol wieder. So. Das ist mein Ethanol. Alles schön wieder rauspucken. Jawohl. So, jetzt kriege ich mein Servo bitte wieder. Jawohl. Okay, dann machen wir die mit der Ding dann weg. Und dann lassen wir das erstmal so. So, 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 so. Okay, jetzt dachte ich schon für eine Sekunde, es funktioniert. Aber... Ich weiß nicht, was hier für eine Flüssigkeit rein soll. Hold Shift to unlock the button. Empty the tank. Okay. Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich setze hier nochmal den Drain hin. Dann kommt da der Smart Output hin. Und dann mache ich das Ding mal aus und schmeiß einfach mal 2 Eisen-Ingots da rein. Die dürfen relativ schnell geschmolzen sein. Jetzt hat es hier wieder verbunden, ne? Ja, das ist nämlich alles ziemlich doof, deswegen würde ich unbedingt vorankommen mit hier unten, mit allem einfach, damit ich immer mal ein Bienenhaus bauen kann. So, wir haben 2 Eisen drin. Die kann ich jetzt da rein kippen. Wie ein Nugget. Hä? Wo ist denn der Rest hin? Hä? Wo ist der Rest denn? Da waren 2 Eisen-Ingots drin und jetzt da ein Nugget rausgekommen? So. Hä? 2 Eisen-Ingots, Tatsache. Okay. Okay, ich finde das ein bisschen komisch. Aber was heißt das hier? Warum ist das durchgestrichen? Redstone-Signal. Es gibt ja nämlich auch irgendwelche Upgrades, die man machen kann. Speed Upgrade for Fuel Input Machine. Increase one slot in Smart Output. Also man kann irgendwie mehr Slots dann haben in dem Ding. Man kann increase 30%, also für den Ore Crusher, Smart Output. Basin Upgrade. Ach so, der Basin Mode, den muss man extra freischalten, dass man halt Blöcke rauskriegt. Okay. Und der Mode hat sogar eine Schallplatte. Okay, cool. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil das so teuer ist. Ich glaube, ich habe gar nicht genug Sachen dafür. Gut, dann ist das ja super toll. Warte mal, wir können ja dann... Was bringt mir dieser Smart Output denn? Was kann der denn besser als was anderes jetzt? Warte mal, ich mache mir mal hier so ein Dings-Upgrade. Das sind 2 Copper Plates und diese 2 Bronze Gears. Das heißt, wir brauchen... 8 davon, 2 davon. Hauen wir mal 8 Bronze hier rein. Und lassen das mal da rein pumpen. Ach, jetzt macht er gerade Ingots da draus, oder? Ich bin ja ein ganz schlauer. Was macht er, wenn ich da keinen... Die Anzeige ist total Scheißendreck. Da steht immer, dass da nur ein Nugget drin ist. Funktioniert da super. Maximal 1. Okay, so, jetzt will ich daraus bitte Gears haben. Gear-Cars. Okay, das geht, also das Casten geht echt super schnell. Also dagegen kann man nichts sagen. Das ist schon mal super. So. Dann Plates. Dann machen wir 2 Kupfer-Plates.
Weil durch das Pi in Verbindung mit Perothium, wenn ich dann hier noch eine richtige Pipe dran mache, dann dürfte das alles immer super schnell verarbeitet werden. Zack. Zack. Jawohl, das geht super schnell. Okay, ist gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Jetzt, was brauchen wir jetzt noch alles? Wir brauchen Base Upgrade. Zwei Alu-Plates. Zwei Alu-Plates. Wir machen sowas. So, jetzt müsste. Uiuiui, geht das schnell durch mit dem Perothium. Holy shit. Oh, das geht wesentlich schneller. Okay, das hat sich jetzt schon gelohnt, das Ding. Okay. So, warte mal. Was brauche ich dafür jetzt? Wir brauchen zwei Aluplatten. Wir brauchen ein Papier und sechs davon. Das sollten wir alles noch haben. Sechs davon. Und dann eins, zwei, drei. Freddy kommt vorbei. So, eins, zwei, drei. Papier kommt da drüben rein. Dann haben wir ein Base-Upgrade. Jawohl. Das Kisten-Upgrade. Dann brauchen wir noch vier Kisten. Mein Inventar ist voll wie noch nie. Es ist so schön. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da nicht rein, sondern da rein. Dann haben wir vier Oak-Chests. Und in Verbindung mit dem Dingen können wir ein Base-Upgrade machen. Ein Slot-Upgrade. Entschuldigung. So, und das packen wir jetzt da mal rein. Jetzt haben wir... Increase one slot in Smart Output. Was heißt das? Warte mal, ich mach mal. Oh ne, oder? Ach ne, das ist ja eh so ein Crate. Ich mach mal den Hopper hier weg. Nein, nicht das weg, sondern. Nein. Den Hopper. Den machen wir mal weg hier. Ich möchte mal sehen, was er da jetzt macht. So, Platten. Ich werde nachher, glaube ich, nochmal ein paar Dingsplatten bauen. Ich mache einfach mal vier Stück Elektrumplatten. So, das tuckert er durch. Was macht er jetzt? Ich verstehe das Ding nicht. Okay, es ist auf jeden Fall ein sehr viel schnellerer Output. Ach, guck mal, wenn man Shift drückt, dann zeigt er die Flüssigkeit richtig an. Aber wenn ich nicht Shift drücke, dann sagt er, dass nur ein Nugget drin ist. Ach so! Das heißt das. Er kann nur zwei Items da drin haben. Und dann muss man die rausnehmen, ansonsten kann er nicht weitermachen. Das heißt, er kann kein Stack oder so da reinpacken. I see what you did there. Okay, gut. Also wollen wir da unbedingt einen Hopper drunter haben, damit er sofort rausgezogen wird und ganz schnell verarbeitet werden kann. Okay, theoretisch können wir auch noch ein Base-Upgrade machen. Das mache ich jetzt aber nicht. Weil das ganz viel Diamanten kostet, die ich nicht habe. Und da könnte man theoretisch Blöcke noch draus casten. Das ist natürlich super. Ich werde mich vielleicht noch ein bisschen weiter belesen mit dem Ding. Aber im Grunde sieht er doch erstmal super aus. Was ist das denn hier? What a beautiful block. Ah, das brauchen wir fürs Fortune Upgrade. Okay. Alles klar. Gut, dann wieder baue ich das wieder um hier. Und. Oh, ist doch nicht so viel. Warte mal, wie sind das? Das sind 9 in einer Reihe und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8,5. 10 Millionen ab sind es 8. 9 mal 8, 72 Stacks. Ja, ist doch schön. Das ist echt super praktisch, dieses Global Traveler. Weil ich habe jetzt mir nämlich einen Excavator, den hatte ich schon und habe jetzt die Kobaltschaufel, den Kobaltschaufelkopf gegen Platin ausgetauscht, damit ich den Global Traveler habe. Habe ihn dann mit der Liske, mit der Dings da verknüpft und war, wo war ich farm? Hier. Da habe ich eine riesen Gegend abgefarmt. 72 Stacks, nicht schlecht. Das heißt, wir könnten jetzt, es könnte theoretisch reichen. Gut, also wenn Tag ist, ich mache mich mal daran und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Bam, 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 bam. Fertig. Also so halbwegs fertig. Ich habe jetzt alles gegen Gravel ausgetauscht. Ja, die 70 Stacks, die da jetzt gefarmt hat, die hatten gut ausgereicht. Ich bin mir jetzt nur unsicher, ob ich das alles einfach als Gravel lasse. Oder ob ich da noch ein bisschen Sand reinmixe. Zumindest an den Rändern vielleicht. Aber das ist ja etwas, was wir immer noch austauschen können, auch wenn da Wasser ist, oder? Oder machen wir das vorher? Ich wollte eigentlich heute noch fertig werden damit. ich sehe gerade, ich habe da so tatsächlich noch was versehen. Na Mann.
Okay, dann machen wir das noch fertig und ich glaube, dann machen wir uns tatsächlich einfach daran und füllen vielleicht schon mal die Hälfte mit Wasser oder so, um das, um da ein bisschen was zu testen, um das Gefühl dafür zu kriegen. Ne, warte. So. Bla 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 bla. Tauschen, 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 tauschen. Erstmal einfach alles zu Gravel machen und dann ist gut. So. Zack, 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 zack. So geht das hier nämlich schon den ganzen Tag. Ich habe ja auch noch halt vergessen. Eieiei. Sieht auch mal so gleich aus. So. Das sollte es ungefähr sein. Ich meine, muss ja nicht perfekt sein. Natur ist ja bekanntlich nicht perfekt. So. Hier noch ein bisschen den grünen Scheiß da weg. Hier noch ein bisschen. So. So. Das machen wir auch noch weg. Okay. Ich glaube, das reicht. Jawolski Podolski. Ja, so sieht's aus mit dem Turm, jetzt wo ich den ein paar Mal so gesehen habe. Ja, Macht der Gewohnheit. Habe ich mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt und finde ihn eigentlich ganz okay. Also von der Grundform her, sage ich mal. Was jetzt halt natürlich noch fehlt, ist ein Dach. Aber erstmal heißt es dann jetzt Eis, Eis, Baby. So, das nehmen wir einfach mal. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich meine, die unteren Ebenen gehen ja noch, weil die ja nicht wirklich groß sind. Aber was mache ich? Ah. Wie ging das denn vorhin? Ja, ich muss ja schauen, dass sie immer quasi so eine unendliche Quelle machen können. Aber wie macht man das am gescheitesten? Das ist das große Mysterium, was wir jetzt versuchen werden herauszufinden. Nö. Also im Grunde ist es gar nicht mal so schwer. Es wird halt nachher nur zunehmend schwieriger, weil die Ebenen immer größer werden. Ja, also das geht noch, hält sich in Grenzen. Gut, aber das werde ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Und dann, also, was ich jetzt gemeint habe, rausfinden, ist, dass sie so wenigstens im 2-Blöcke-Abstand sein sollten. Die Ecken sollten ausgedingst sein. Weil ansonsten fließt das weg in die Mitte und ja, und kann sich dann nicht mehr mit anderen Quellen verbinden. Deswegen müsste man es, glaube ich, immer so in 3 Blöcken Abstand machen und schauen, dass die Ecken ausgefüllt sind. Okay, ja, ich mache mal so einen Ring und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Aha! Ebene Nummer 2. Geht doch schneller und besser, als ich gedacht hätte. Gut, ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter dran werkeln. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Okay. So sieht es jetzt aus. Ich habe noch so, was waren das jetzt, 3, 4 Ebenen gemacht. Hab jetzt so ein bisschen den Dreh raus, muss ich sagen. Also im Grunde ist es überhaupt nicht kompliziert. Ja, man kann auch theoretisch einmal ringsherum einen Ring aus Eis machen, den kaputt kloppen und dann füllt sich das Ganze von alleine. Ja, so sieht's aus. Es ist jetzt aber schon ziemlich spät, deswegen muss das für heute reichen. Die Vögel sind auch schon wieder hier, wollen mich abholen kommen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verstreut war, die Folge vielleicht, aber vor allem am Anfang. Wenn
ich hätte vielleicht nicht so spät aufnehmen sollen, weil es ist jetzt 3 Uhr morgens. Wird jetzt Zeit, einzupacken. Ja, deswegen, ich danke vielmals fürs Reinschauen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder sonst irgendwas, dann immer her damit. Ansonsten sehen wir uns wie immer frisch in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, schönen Abend noch und haut rein. Tschüss.